Also die Antarktis hat in beide Richtungen Portale, die wir besuchen können und durchschreiten können. Dieses Portal heißt ja Agartha, was uns in die Innererde hineinführt. Aber da habe ich ja auch schon mal gesprochen bei dir auf einem anderen Kongress. Genau. Und das ist also ein riesengroßer Reichtum, was uns dort an Wissen, an Heilenergien, an Kristallenergien erwartet. Und auch das kann man, wenn man möchte, man braucht eigentlich nur channeln zu lernen oder zu meditieren, dann wird man dort, so wie es eben zu einem passt, Informationen bekommen und diese Portale besuchen. Und was auch noch wichtig ist, die Antarktis ist auch ein Tor in die vergangenen Zeitalter Atlantis oder Lemurien. Ist also auch da möglich, dorthin zu reisen, um einfach zu schauen, was war ich in Atlantis, was habe ich in Lemurien gemacht, weil auch da sind die meisten von uns inkarniert. Und auch da ist sehr viel Wissen für uns gespeichert. Wissen, was uns helfen würde, wenn viele Menschen diese Reisen machen würden, ja, einfach uns jetzt in der aktuellen Zeit zu helfen, weil Atlantis ist ja auch untergegangen damals, als große Kriege stattfanden, als man das Licht nicht halten konnte. Und wir, die wir jetzt hier inkarniert sind, waren die meisten von uns auch in Atlantis beteiligt in diesem Moment, in dem Zeitalter. Und jetzt sind wir wieder hier und diesmal wird es klappen. Diesmal haben wir ja das Wissen uns erweitert und haben viel gelernt durch Inkarnationen auf der Erde. Und jetzt sind wir hier, um wieder das Licht zu halten und um dieses Mal in die fünfte Dimension hineinzukommen mit allen Menschen oder so viel wie möglich. Das ist also alles in der Antarktis für uns da, was wir da also rausholen können, wenn wir möchten.